Es sind tolle Räume und man kann sich hier wohlfühlen und es ist ein tolles Angebot. Stylisch, modern. Also sehr innovativ, sehr jung, sehr kreativ. Freundlich. Unternehmerische Ziele brauchen Werte. Wir zeigen Modelle, wie sich diese Werte strukturieren und klassifizieren lassen. In einem Vortrag legen wir die Grundlagen dazu dar, die auf den Erkenntnissen des Neuromarketings von Dr. Häusel beruhen. Ein Einführungsvortrag von 20 Minuten finde ich spitzenmäßig. Was ich denke, was wichtig war oder was ich daraus mitgenommen habe, ist die Vertiefung der Klassifizierung. Marken und Zielgruppen positionieren sich in dieser Wertestruktur. Und das wird deutlich anhand von Beispielen. Jeder Mensch hat Vorlieben und Abneigungen. Hier lernen Sie, welchem Typ Sie am ehesten entsprechen und in welchem Bereich Ihre Zielgruppe gehören könnte. An dieser Station finde ich besonders interessant, dass es ja erstmal wichtig ist, sich selber einzuschätzen, bevor man auf sein Unternehmen schließt. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr wichtig einzubeziehen und dann auch die Werte daran festzumachen. So wie im B2C-Bereich Marken durch Werte und Emotionen aufgeladen sind, ist es auch im B2B-Bereich. Mit den Branchenbeispielen lernen Sie das Modell der Wertewolken besser verstehen und einen analytischen, strategischen Blick zu entwickeln. Ich fand die Beispiele sehr ansprechend, also wie Automarken verschiedene Gefühlswelten ansprechen oder auch andere Produkte, die bekannt sind und auf dem Markt sind. Mhm. Und den Slogan Ziele durch Werte, muss ich sagen, der ist mir geblieben. Mhm. Den kann man überall mit hinnehmen, nicht nur ins Unternehmen selbst, sondern auch in seine persönliche Umwelt. Der Test dient dazu, das Bauchgefühl entscheiden zu lassen. Deswegen wählen Sie zwischen verschiedenen Bildern aus. Der spielerische Blick in den Spiegel zeigt Ihnen, welche Werte in Ihrem Unternehmen verborgen sind. Anwältin ist für mich alles, was kreativ ist und was so eine Technik dahinter hat, absolut neu. Aber ich finde es auch spannend, weil man sich normalerweise keine Gedanken darüber macht, sondern man sagt einfach, es muss so und so sein und da soll es hingehen. Und wie ich da hinkomme und warum ich da überhaupt hinkomme, habe ich mir noch nie einen Gedanken drüber gemacht. Ja, bei mir ist es eher so alltägliches Geschäft. Ich bin im Marketing und der Kommunikation, aber es ist schön, das alles so zusammengefasst, einfach so komprimiert nochmal zu bekommen und einfach erstaunliche Dinge trotzdem nochmal zu finden. Anhand von Beispielen zeigen wir, wie eine strategische Positionierung über Werte mit Design und Technik umgesetzt wird. So wie Farben, Gefühle und Emotionsfelder repräsentieren, tun das auch Schriften, Formen und Claims. Wertekommunikation beginnt im eigenen Unternehmen. Denn oft sind die Mitarbeiter die wichtigsten Markenbotschafter und nur eine authentische Marke wird ernst genommen. Wir haben zu dem Thema ein kleines Buch gemacht. Darin stellen wir Tools und Methoden vor, die helfen, die eigene Corporate Culture zu entwickeln und zu positionieren. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wie die Positionierung Ihres Unternehmens ist, dann finden Sie hier auf dieser Webseite den Einstieg in das Thema. Am liebsten haben wir natürlich, wenn Sie hier bei Shortcuts vorbeikommen, denn wir lieben Besuch.